Ja, hallo und guten Abend, liebe Leute. Hier ist wieder der Superpro mit einem weiteren Part von Let's Play Star Wars Battlefront 2. Ich bin mir gar nicht sicher, also ich tippe mal schon, dass das der hier der 73. Part ist. Ich habe die von heute Abend sogar noch gar nicht zusammengeschnitten, zusammengeguckt. Deshalb bin ich mal gespannt, wann wir auf Folge 100 kommen. Das werde ich mir auf jeden Fall merken, wann Folge 100 drankommt. Ist ja nicht allzu lange hin. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich nochmal Mordred in die Show kriege oder einfach, wie gehabt mit Honix, einfach mal ein kleines Jubiläum und so weiter. Aber das ist ja noch vielleicht ein paar Wochen hin und ja. Aber ich freue mich schon drauf. 100. Folge, habe ich ja gesagt, werdet ihr auf jeden Fall kriegen. Mine? Mine. Ach, komm du. Komm. Ah, ja, es ist auch super, sich hier an den Spawnpunkt, ja, von Coruscant, wir spielen Coruscant, die schöne Map und, wir haben schon direkt einen Punkt. Na toll, also ihr seht, die Runde hier, die kann mal wieder ratzfatz gehen, weil, ja, ich habe noch nie so richtig lange Runden hier erleben dürfen, weil hier snipen sie dann mal und das kommen sie dann mal rum und jetzt das, da, und der läuft in seine eigene Granate rein, wenn ich mich nicht irre. Ja, ziemlich schlau. Und auch ziemlich schlau von mir, direkt hier irgendwie an den Spawnpunkten vorbeizulaufen. Ich verstecke mich mal hier hinter dem Druiden und hoffentlich merkt es keiner. Die 501. erledigt ihn. Super Pro. Super Pro. Naja. Ironie, Ironie, also Selbstironie ist immer noch das Schönste. Also beziehungsweise, wenn man über sich selber lachen können, das ist sowas, das können nicht, das kann nicht jeder, ich kann es und ich bin auch froh drum. Weil ansonsten hätte ich mich unwahrscheinlich der Superpro genannt und würde das Ganze so locker sehen, dass ich nämlich gar keiner bin. Ha, Hilfe. Komm, einer, bitte, einer take the nade. Nein, och man. Das ist unfair und ich habe hier jetzt nicht mal Truppen mit Granatwerfer, hallo, ich will Granatwerfer. Das macht mir so Spaß. Ich will Granatwerfer. ja, da hat sich irgendwie was angesammelt. Ja. Oh, Angst. Okay, du, das ist auch die beste Idee des Tages, dass du da rausgehst und es leckt, verdammt. Ja, du, ich mach Pausen. Ja, und während es da so geleckt hat, eben wurde ich auch von diesem Typi da, Go und Hugo 1, ja, den ich ja gerade hier hinterrücks da gekillt habe, so ganz fies. Und ich hoffe mal, dass, och, ja, als ob, was war das dann? Komm, komm, den ownst du doch. Das, ja, die Flagge wurde zurückgesetzt, also Leute, ein Glück, weil der Noob Trooper hätte die am Schluss sogar noch durchgebracht. Okay, Headshot. Das könnte ich öfter mal machen. Und auch mal ungezoomt. Das wäre auch mal cool. Oh, und du Opfer hast zu spät explodieren lassen. Hä? Hättest mich direkt gekriegt, aber war wohl nix. Satz mit X, Leute, war wohl nix. So. Oh, jetzt. Och, kann der schon Magna machen? Nö, 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 nö. Ach, die 501. Ach, das war der Noob Trooper, der mich da eben geohnt hatte. Der Typ, der spielt auch schon seit gestern mit, oder? Den sehe ich auch den ganzen Tag schon irgendwie da rumwuseln. Im Battlefront. Und, ja. Jetzt ist die Frage. Ich passe besser mal hier auf, dass niemand hier die Flagge sich schnort. Oh, da kommen sie nämlich immer gern raus, weil der Kommandoposten von denen hier liegt ja wirklich extrem günstig. Auch die Tür hier haben die echt den Vorteil. Also hier KOS oder im anderen Fall halt die Rebellen haben da unheimliche Vorteile. Und da hockt jemand im Geschütz und tschüss. Oh, mein Gott, wie blöd kann man sein. Und der WTF-NB, WTF-Noob wird das wahrscheinlich heißen. Und der Typ hat keine Ahnung, wie man in den Geschütz reinkommt. Komm. Ja, hahaha, Opfer. Sorry, aber das war wirklich richtig blöd, die Aktion. Ey, sag mal, sieht der mich nicht oder ist der einfach nur zu blöd?
komm, aber den own ich doch noch, oder? Nein! Fuck! Jetzt habe ich dem Typen 4 Punkte geschenkt. Nicht wahr, oder? Weil wenn man einen mit der Flagge killt, wie sicher schon öfter in dem Let's Play gesehen, kriegt man 4 Punkte anstatt 2. Das ist richtig blöd. Wenn man jemanden mit der Flagge Teamkills, auch super, da kriegt man 15 Minuspunkte. Hey! Den Kill wollte ich machen. Und du, Noob, hast hier nicht meine Kills zu schnurren. Du kannst ja sowieso nichts. Uns unsere Flagge verloren. Ja, hier mal wieder Sound. Uhoho. Sound lag. Sag mal, was war das denn? Und das war hier wieder Hugo 1, der Noob. Und ich guck mal hier, was hier so abgeht. Gar nichts. Okay. Der bewegt sich nicht. Oh, doch, jetzt bewegt er sich. Und zwar, ja, effektiv, ne? Oh, nee, schlecht. Ah, nee, auch nicht. Oh, nee, okay. Weil irgendwie Jet-Truppe kann man nicht so schön draufhalten. Muss man genau zielen. Hat nicht so viel Schuss und auch nicht so eine hohe Schussfrequenz. Und Techniker hat nicht die Reichweite. Und ja, irgendwie der Offizier, der kann irgendwie gar nichts, was man so braucht. Und ja. Ah, Granatwerfer, ich will Granatwerfer. Ich will Granatwerfer, Leute. Deshalb finde ich Rebellen gegen Imperium auch teilweise viel cooler. Hallo? Habe gar kein TK gemacht. Warum will man mich denn hier rausschmeißen? Und wenn ja, dann sorry. Also, das wird wahrscheinlich hier mein erster Kick während eines Let's Plays und man will mir hier anscheinend wieder die Schuld für etwas, was ich gar nicht gemacht habe, in die Schuhe schieben. Ist mir schon öfter passiert und dass ich da gekickt werde, aber höchstwahrscheinlich ist es, bin ich den Leuten einfach nur zu gut. Das hatte ich mal auf Kamino, da hatte ich glaube ich 50 Kills, 3 Tode oder so und wurde dann gekickt, weil sie alle gedacht haben, ich würde cheaten, aber ja, du, Pustekuchen, ich habe nicht gecheatet, ich war einfach nur gut, habe die Gegner unfairerweise, aber doch genial weggespawnt und ja, cool, ich wurde nicht rausgeworfen, also ist das Thema hier auch überflüssig. Aber wie gesagt, damit habe ich schon oft Erfahrungen gemacht. Ich habe nie Team gekillt, also das würde ich mir nicht antun wollen. Es ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Und jetzt, oh Leute, irgendjemand hat das Verlangen, jemanden zu kicken. Habe ich irgendwie das Gefühl, seit ein paar Runden wird hier wahllos gekickt. Nicht mich finishen. Vergiss es. Nein! Hallo! Na... wie Spieler 1 jetzt sagen würde, bäh, der StarCraft-Freak. Obwohl, muss ich öfter machen, das ist lustig. Mit ihm, das ist schon cool, also. Und ich bin langsam auch am überlegen, ob ich Minecraft Let's Playen oder Let's Showen soll, also zumindest mal so eine Kleinigkeit wäre da eventuell drin, aber es macht mir zwar super Spaß, aber es ist halt... wow, beide! Top, ey. Das habe ich gar nicht gedacht, mit einer Granate so viel, also toll. Ja, also Minecraft macht mir jetzt immer mehr Spaß irgendwie, habe auch gerade ein großes Projekt am Laufen. Natürlich, wenn ich schon sage, großes Projekt, dann auch viele Rohstoffe etc., die ich mir aber nicht selber abbaue, sondern ich versuche mir einfach eine schöne Welt zusammenzubauen, zusammenzubasteln, wo ich mir nicht Sorgen um Mobs, um ouch, und um ja, Rohstoffe und so machen muss. Ich tu mir die einfach cheaten, kann man jetzt einfach so sagen. Ich cheat mir die Rohstoffe und die Werkzeuge natürlich auch. Bau mir da ein schönes großes Häuschen, ein schönes Areal. Vielleicht habe ich ja noch ein paar Ideen und kann das Ganze eventuell sogar in ein Let's Show oder Let's Play, wenn ich noch ganz viel Zeit habe, wenn ich viel zu viel Zeit habe, in ein Let's Play verwandeln. Ja, so viel zu Minecraft. Und ich bin mir gar nicht sicher, war ich irgendwie letztes Mal mit Honix fertig geworden, dass ich einfach nur sagen wollte, ah nee, ich, doch, das habe ich gesagt, dass ich unbedingt mal irgendwie Age of Empires Let's Playen will, die Kampagne oder auch mal so ein Let's Cheat, weil
Cheaten kann man da ja echt perfekt. Nein, und der Gift-Noob macht mich mal hier wieder fertig. Geht's noch? Hat er sich selber ausgeschaltet, du Voll-Noob, ja. Hast du Pech gehabt, hä? Unsere Flagge steht noch gut da. Wir brauchen noch 3 Kills. Und ja, du heilst dich natürlich jetzt wieder. Nö, mein Kill. Ganz vergessen. Ah, Drohne. Ah, und ich bin auch noch so naiv und denk, die Drohne hat nicht so einen hohen, nicht so einen hohen Reichweite. Hm, wie viel ist das jetzt Deutsch für Anfänger? 6.0? Hm, könnte hinkommen. Uch, ich lose hier mal wieder sowas von ab und ja, Magnawache, schlechte Idee für mich, glaube ich. Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Nee, ich glaube, er musste da irgendwie mehr Angst haben. Und fuck! Sorry, aber... Mann, so, jetzt probier's auch mal mit Jet Trooper. Ich habe... Ja, bla bla bla. Hä? Warum habe ich jetzt Noob Trooper? Leute! Ja, das merkt man mal wieder, wenn so viele gleichzeitig Jet Trooper nehmen, dann... kriegt man Noob Trooper am Schluss hier zugewiesen. Finde ich blöd, weil so jemand wie der hier, der braucht gar keine Jet-Truppe, der kann das sowieso nicht. Die KUS hat die Flagge der Republik. Oh, oh, oh. Leute. Oh, Hilfe. Noob. Schlup und oh, bisschen Leck hier. Aha, viel Leck. Und komm, den verfolge ich noch. Der Part ist eigentlich rum, aber den muss ich mir doch hier mal hier aneignen. Leute, take die Nate. Oh, schade. Ein Punkt für die KOS, die Blöde. Naja, okay. Jetzt klingel nicht so viel, du blödes Handy. Also, ja, mir hat's wieder Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen, dann schreibt's einfach in die Kommentare. Wie soll ich weitermachen? Macht's euch Spaß? Und so weiter und so fort. Ja, und schaltet einfach wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Star Wars Battlefront 2 mit mir, dem Superpro und eventuell auch demnächst mal wieder ein paar Gästen. Aber heute Abend drehe ich einfach mal ein paar Parts allein, ne? Bis dann, tschüss.